jetzt sag mal. Was wären jetzt so die Wartezeit? Dann sagt er zu mir, 8 Monate Wartezeit. Ich so, was? 8 Monate? Ich bin privatversichert. Ich bin weiß. Männlich? Hetero? Wie viele Privilegien wollt ihr denn noch? Jetzt bin ich einer der Privilegierten. Und mir sagt man 8 Monate Wartezeit. Alter, dann wirst du als jemand anderes 2030 den ersten Termin kriegen. Was ist das? Stell dir mal vor, bei keiner anderen Krankheit würden wir das zulassen. Bei keiner anderen. Wenn du dir den Fuß brechen würdest und der Krankenwagen braucht 8 Monate. Weil er über die A1 muss.